Wir haben doch gar keine Ära, nie gehabt und nie gewollt. Ja, halli, hallo, liebe Roboterfreunde, ich bin Satenchi. Ja, und ich bin Angelo. Und wir haben da noch jemanden an Bord. Nämlich dem Flo for Cats, aka Floffel. Genau, und für alle, die sich wundern, Flo hat auch einen YouTube-Kanal und wundert euch nicht, warum ich jetzt, also die über Flo gucken, warum ich hier quatsche, obwohl es ja Flo's Kanal ist, ne? Wir nehmen halt gemeinsam auf, ich habe auch einen Kanal. Mein Kanal heißt Snoops Kanal, ich bin der Tenchi von Snoops Kanal, ein bisschen Werbung bei Flo machen. Ist immer gut, ja, überall muss man Werbung machen, man muss ja bekannt werden. Oh. Ja. Meine armen 4 Abonnenten werden es sowieso nicht sehen. Ach so, okay. Es werden noch mehr. Ja, Flo, was spielen wir jetzt? Was wollen wir jetzt gerade machen? Ja, wir wollen Boss-Battle machen. Ich gehe mit dem T9 Healer rein und ihr wahrscheinlich mit euren C10-Fahrzeugen. Yeah, wir schießen die richtig weg. Na gut, dann let's go, würde ich sagen. So, du musst ja Boss-Battle anfangen, ne? Und wir müssen hinterher. Ja, das mache ich gerade. Das lädt immer ein kleines bisschen, okay. Die Arrange-Time und so. Okay, und dann schauen wir einfach mal, was das wird. So, jetzt ist es. Ja, gleich reingekommen. Die Sechser. Schon wieder. Auch noch nie. Ja, wir haben vor uns gegen einen Siebener und nur. Oh, Entschuldigung, jetzt musste ich gerade kurz. Ich habe gerade was getrunken, es tut mir leid. Hat keiner gehört. Okay, also vorhin haben wir nur knapp gewonnen immer. Oh, ich stehe ganz. Oh, da hinten stehen sie alle. Oh Gott. Naja, wieder mal. Oh mein Gott. Und dann kommen bestimmt die ganzen Veganer noch von hinten. Ja, die kommen alle von der Seite. So, wir müssen jetzt Flo schützen, weil er unser Heiler ist. Werden die wahrscheinlich alle auf den gehen, was ich gut finde. Dann gehen die nämlich nicht auf mich. So, da oben ist schon mal... Die gehen sowieso alle nur auf dich, weil du Tenchi bist. Ja, das habe ich von uns auch das Gefühl gehabt. Was ist denn mit denen da oben? Wieso lebt denn der so lange? Anshu, hast du schon irgendwo andere Gegner gesehen? Richtig fiese Viecher? Oh, da schießen sie ja von dort. Ja, das ist ein Plasma. Die schießen immer alle weg. Auf dich schießen die. Oh, da kommt einer hochgefahren. Da kommt einer vollgefahren. Da kommt doch, Vater. Kommt doch hochgefahren, du. Aber ich treffe überhaupt nicht. Was ist denn hier los? Jetzt, der ist tot. Noch 3 Healer. Ja. Ich glaube, es sollte in ruhigere Gebiete gehen. Bombo ist oben weg. Ja, lass uns hier mal um die Ecke fahren. Oh, genau da. Oh Gott, da steht auch noch einer. Fuck. Oh mein Gott, die sind überall. Wie Maden, wie kleine Insekten hier. Das ist schlimm. Das reicht jetzt. Oh, schießt hier auf mich, sehst du doch nicht. Ich fahre jetzt einfach auf die zu und schieß die einfach weg. So, danke fürs 100% heilen. Ich hau die jetzt mal schnell weg da noch. So, Heiler weg, das ist weg, da ist noch ein Heiler. Da oben ist ein SMG, der macht mir zu schaffen. Oder auf beiden Seiten sind SMGs. Angelo, kümmerst du dich um den SMG-Typ? Der ist, glaube ich, an der Brücke irgendwo, hockt der, glaube ich, rum. Ja, genau, den da oben. Ach, da ist noch ein SMG. Ah, hinter dir ist noch ein SMG. Oh, verdammt, ach, schade. Der hat den einzigen Truster weggeschossen. Ach, Mist. Ja, der da war auch noch da. Den haben wir übersehen, leider. So, die können jetzt nicht mehr viel machen. Der hat bis noch 49%, dann... Schießen wir die da oben noch weg. Kein Problem für uns. Du holst die, dann fahre ich jetzt hier die. Hä? Ah, kommt die jetzt runter? Nee, der springt rum. Ja, tut mir leid, Flo, dass du jetzt gestorben bist. Das ist halt echt schwierig, hier noch einen Heiler vor. Wie viele Gegner waren das jetzt? 10 ja, Gegner zu beschützen. Aber du hast gute Dings geleistet. Ich habe ja in der gestrigen Folge haben wir 3 Boss-Battle gemacht. Und ich stand am Ende fast immer ohne Waffen da. Und ich hab alle Waffen. Ich war 100%. Der hat beschossen? Von wo denn? 2 Leute sind es noch. Hier ist der eine. Ah, aber von wo? Der von unter mir oder der was? Der fährt gleich runter, glaube ich, oder? Nee, der haut nicht ab. Doch, jetzt fährt er runter. Das Gefühl, der ist irgendwo unten. Meiner schießt irgendwo von links, da oben. Vielleicht hat sich jemand durch den Boden geleckt. Ja, da ist noch einer. Da oben ist der eine. Der eine ist tot. Nur noch der jetzt da. Töt ihn! Nein! Na, ich kann ihn trotzdem noch beschießen. Aber ich treffe ihn nicht. Ich bin da echt schlecht. Komm schon! Nein, Angelo, töte ihn! Rette unsere Ehre! So, wir mal schnell wieder umdrehen. So. Wir haben doch gar keine Ehre. Nie gehabt und nie gewollt. Ja doch, wir haben die Anfänger-Ehre. Wir sind Noobs, Mann. Wir sind gute Noobs. Okay. Schauen wir mal, was wir jetzt gekriegt haben. Ich habe leider mehr bekommen als der Flo. Tut mir leid. Wir konnten dich leider nicht beschützen. Aber jetzt können wir ja normale Battle machen. Da ist das alles ein bisschen entspannter und krasser und so. Mal gucken. Warst du schon mal Tier 10 Battle eigentlich, Flo? Ja, wie gesagt, schon öfters mit einem Freund. Da bin ich auch immer mit dem Heiler reingegangen. Okay. Was fehlt dir denn zum Tier 10er? Da muss doch nicht mehr so viel sein. Das
kriegst du. Macht nur noch die Räder, die machen am meisten Ranking, also am zweitmeisten. Ah, nur doof, dass man mit diesem Flugheiler, den du da hast, keine Räder dran baut, ne? Normalerweise. Doch, könnte man machen. Ich will ja auch gerade einen Heiler bauen. Ich bin ja auch gerade dabei, einen Flugheiler zu bauen. Potato 3 heißt ein Vieh. Ja, diese Kartoffel. Das ist eine Kartoffel oder was? Es gibt drei baugleiche von denen und deswegen bin ich der dritte und so weiter und so fort. Ja, gucken dir doch mal an. Immer, den muss ich mir mal schon anschauen. Stimmt, sieht aus wie so eine Backkartoffel. Eindeutig eine Kartoffel da. Sieht man doch. Und die Schilde? Sieht aus wie so ein Käfer, der mit seinen Armen so wackelt, so links und rechts. Und die Schilde, das ist die Alufolie, ne? Ja, das sind die Preaching Barges da auch hier neben dran. Okay, lass uns durch den Tunnel fahren, da fährt gerade kein Schwein lang. Da müssen wir ran. Außer das Trüffelschwein natürlich, das fährt da jetzt lang. Ne, Trüffelfee, du bist eine Fee. Oh, Entschuldigung. Tja, ich wollte auch mal eine Prinzessin sein. Du bist eine nubische Prinzessin, bist du. Oh, da kommt doch schon ein Gegner. Ein Heiler, geil. Komm ruhig her, Heiler. Ich darf jetzt nicht vergessen, dass es Tier 10 ist, ne? Ich bin gerade so auf Amoklauf aus, aber drei Heiler auf einen Fleck. Ah, wenn die auf uns ballern, dann haben wir schlechte Karten. Aber die sind zum Glück so weit weg. Die 10 sind doch sowieso nur Rusher. So. Normalerweise dauert das Battle da eher mehr so eine Minute bis drei Minuten. Was, im Tier-10-Bereich? Also ich habe schon richtig lange Battles gehabt, weil die sich einfach permanent teilen. Ja. Ja, da wird zum Beispiel... Und wenn das drei Heiler sind, dann wird es echt haarig da drüben. Wir haben aber auch gute Heiler. So, die sind so gut, dass ich nichts mehr sehe. Ich gerade so zwei an die hängen. Heilen sich die ganze Zeit die Hunde. Ja, na klar. Deswegen müssen wir eigentlich ein bisschen vorfahren. Fahr gleich um die Ecke und sag, Hunde wollt ihr ewig heilen. So mache ich eigentlich immer einen Anheber, wenn ich vorfahren will. Vorne sind hier 10 Blöcke. Ja, und hier 10 Blöcke müssten eigentlich schwerer sein als die Tier 8 Blöcke, die ich hinten dran habe. Ich bin trotzdem hinten anscheinend schwerer. Ich weiß gar nicht, auf was ich gehen soll. Die Heiler, die heilen sich da permanent. Aber das ist gut, wenn die sich gegenseitig heilen müssen, können die nicht was anderes heilen, obwohl sie es gerade machen. Ja, gar nicht gut. Hätte ihnen 43% Plasma mal runterschießen. So. Ja, wo ist deine andere Waffe? Ich versuche auch wieder auf die Waffen zu ballern, aber ich brauche Heilung. Oh shit. Oh Gott, bin ich am Arsch. Oh mein Gott. Kannst du zufällig aus der Schusslinie gehen, dann helf ich dir. Ja, ist schwierig mit dem Fahren gerade, aber ich fahre hier um die Ecke. Schaffe ich noch. Von hinten kommen nämlich auch gerade Plasmas. Oh. Oh nein, da kommt wirklich von hinten einer. Oh Gott. Das war's, glaube ich. Oh Gott, das gibt's doch gar nicht. Boah, aber wir haben die doch eigentlich gut weggeschossen momentan. Komplett. Ah, die kommen alle durch. Ach, unsere Leute kümmern sich nicht um die durchgefahren sind. Oh mein Gott. Also außer Anschub. Kann er doch hinterherfahren. Der Heiler greift mich zum Glück nicht an. Der greift mich zum Glück nicht an, der Heiler. Geil, er greift mich nicht an. Stirb doch endlich. Du bist rausgefahren, Anschub. Wir haben hier drin noch genug Gegner. Ich bin durch. Ja, ich komme wieder rein. Okay. Ich muss den Typen gerade abschießen. Ich versuche gerade den Heiler wegzubauen. Aber gut, dass du mich heilst. Schön. Jetzt habe ich nämlich bald wieder meine ganzen Waffen und so... Ja, so ist sogar gut. Sogar exklusiv. Exklusivheiler. Wie viele Heilstrahlen hast du jetzt auf mich? 4, 5 hast du. 5. Ja. Top. Ey, wir haben gewonnen. Geil. Dieses Haus ist gereinigt. Ja, der Tunnel gehört uns. Ja, easy. Easy peasy. Mal sehen, wie es der nächste Schlacht wird. 95.000 RP, das ist gut. Ich brauche mehr Money. Für so viel bekommt man Tag 10. Ich bin auch noch Premium, das darf man auch noch nicht. Ohne. Also ich auch. Wir sind ja gerade alle Premium. Ne? Jetzt sind wir 190% haben wir, glaube ich, noch bekommen. Nochmal extra 190. Also erstmal ist man ja ganz normal, sein Damage. Das wird dann nochmal verdoppelt. Ne? Und dann nochmal 90%. Oh. So krass. Da versucht gerade jemand wirklich, seinen Freund mit hochzuleveln. Aber das klappt nicht. Oh Gott. Komm, die machen wir kaputt. Rocket Boy. Oder das ist so ein Troller. Der will einfach nur trollen. Mal schauen. Level 1? Was willst du da trollen? Fahren wir lang. Wollen wir in die Gletscherspalte? Ey, trotzdem, dieser Anheber, der kotzt mich so an. Da hinten muss ich ja so schwer sein, weil die Haufen Blöcke hab. Ich weiß aber nicht, wie ich das entgegnen soll. Wie ich da... das weniger machen könnte. Ich könnte natürlich hinten einen Anheberschutz dran bauen, aber der schleift dann auf dem Boden rum. Kennt ihr den Texturenpack hier, Nelke? Die sind eigentlich mal da. Ich habe keine Texturenpacks. Ach, mit dem Fliegen meinst du? Das ist einfach nur ein...
Das ist kein Texturbug direkt, das ist ein Polygon-Bug. Da schießt irgendwas. Plasma-mäßig. Da oben ist ein Gegner. Ja. Holt sie euch! Ich schieb mal die anderen Healer. Ist noch einer. Wie abhaut, Mann. Ja, das ist schon wieder so ein Bomber, ey. Die sehen alle gleich aus, haben alle das Tutorial aus YouTube gemacht. Baut selbst eure Sachen. Das kann ich nur sagen. Baut selbst eure Sachen, baut nicht unbedingt nach. Man kann sich natürlich Inspiration holen, ist kein Problem. Aber ich bin immer der Meinung, selber bauen macht viel mehr Fun. Sieht man ja an meine Baufolge, die ich jetzt Montag und Dienstag rauskam. Hört selbst ihr mich gebaut. Noch? Was? Wie bitte? Ah, gut. Ja, ja, ich. Nee, ist schon okay. Ich höre dich noch. Ich red zu viel, ne? Es tut mir leid. Für alle Leute. Ist egal. Für alle Leute auf Flo's Kanal. Ne, ich habe das Reden übernommen. Ich habe Flo's Kanal übernommen. Die hören wahrscheinlich sowieso lieber gerne dich wie mich. Ach, Quack. Du darfst du gar nicht erst denken. Stirb doch endlich, Junge. Stirb. So. Funktioniert schon. Jump, 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 jump. Oh, da fliegt noch ein. Da ist noch ein Plasma-Heini gewesen. Und da ist noch einer. Ah, alle die gleichen. Alles die gleichen hier. Es ist immer der gleiche Typ. Sieht alle gleich aus. Oh Gott, guck mal, wie der lang fliegt da oben. Ultrafon. Naja, du musst echt aufpassen. Also die ballern gut. So, ich drehe mich nochmal. Ich war mal zum Capture. Da ist auch fahren. Noch einer, ey. Das gibt's doch gar nicht. Die sind überall. Flieg dir mal hinterher. Ja, ich flieg auch mal mit. Ich komm auch mal mit. Der Macro, der schafft das schon alleine, da zu heilen, da hinten, die einen Typen. Man wird ja nicht mehr so viel Schaden kriegen. So, was haben wir denn noch? Wir sind ja fast komplett am Arsch. Die Gegner sind ja noch übelst voll. Ach du Scheiße. Guckt euch mal die ganzen Bomber an. Die sind doch vor allem 100%. Die sehen doch alle gleich aus. Das gibt's doch gar nicht. Individualität wird halt nicht gefördert. Aber es ist ja klar, wenn es ein gutes Design ist, ne, dann will man das natürlich auch spielen. Und dann bauen die Leute das halt nach. Dann gibt es halt noch irgendwelche Video-Tutorial, wie man das am besten auch baut oder sowas. Also die kommen alle hier an, die wollen töten, ne? Die wollen töten, Angelo. Aber man kommt doch gar nicht an die ran, so richtig. Ich fahre jetzt mal vor und zerleg den da vorne, alleine. Was? Ich treffe den nur nicht. Ich würde ja gerne seine Waffen treffen. Ab und zu treffe ich meine Waffe. Ja? Jetzt hat er die Schnauze voll. Entschuldigung für die Aussprache, aber jetzt hat er sein Mundwerk voll. Sein Mund. Sein köstlichen Mund. Makro heilt ihn tot. Okay, der hat bloß nur eine Waffe. Der ist jetzt weg. Dafür gibt es da hinten aber noch einige. Und die Bomber. Oh nein, ich habe Anheber gemacht. Ein super Anheber. Oh Mann. So, in den Himmel gucken ist jetzt nicht mehr so. Okay, danke fürs Heilen übrigens. Ich glaub schon. Wir müssen irgendwie schaffen, die Bomber da wegzukriegen. Das ist nämlich die größte Gefahr. Wenn unsere Heiler weg sind, wird es echt schwierig, die Bomber wegzuballern. Capturen die? Ne, die capturen immer noch nicht. Das ist gut. Ah, ich sehe die Heiler kaum noch. Ich kann kaum noch. Okay, der eine Bomber. Ich hole mir den Typen jetzt der eine hier. Bomber ist runtergefallen. Ja, das runter. Den kannst du holen. Ich kümmere mich um die anderen Bomber. Ich kann kaum noch fahren, Mann. Die schießen mich, ganze Flacken mich. Ja, ja, weil du auch die ganze Zeit auch drauf stehst, ne? Ein nicht mehr. Ach so. Komm, kipp um. Ja, fall um. Oh, der fällt einfach nicht um. Oh nein, jetzt fangen sie an zu catchen. Ja, jetzt fangen sie an zu catchen. Ich würde ja gern hinfahren, aber ich fall nicht um. Oh Gott. Dann kaum noch fahren. Oh, ich bin übelst der Krüppel. Ja, ich würde gern umfallen. Jetzt kann ich fahren. Ich fahr. Nein. Oh, jetzt zeig ich meine besten Stücke. Oh, Mann. Anschluss zeigt seine besten Stücke. Die haben aufgehört zu capturen. Die kommen her und greifen uns an, die Idioten. Ja, weil sie jetzt wissen, jetzt können sie uns totschießen. Ach komm, einer ist schon tot von den fetten Gegnern. Ah, die haben Heiler dabei. Aber ist kein Problem. Wir haben zwei Heiler, die fast ganz sind. Ja, ich schieße schon auf den Heiler vom Gegnerteam. Der hat bloß noch 40%. Der Bomber von oben ist echt schwierig noch. Müsst ihr aufpassen. So, also der Heiler ist schon mal nicht mehr so krass existent. Der ist gleich weg. Gleich ist er weg. Der hat bloß noch 20%. Okay, den kann man vernachlässigen. Jetzt gehe ich zum Angriff über. Ach, keine Waffe mehr. Ja, ich gehe zum Angriff über. Heiler ist down. Die anderen haben auch keine Waffen mehr. Ja, und ab jetzt. Ja, hätten sie mal gecaptured, hätten sie gewonnen. Jetzt haben wir noch eine gute Chance, das zurückzudrehen. Der eine versucht jetzt noch zu capturen anscheinend. Der fährt gerade zurück komplett. Versuch auch mal zu capturen. So, ich fahre auch mal zurück. Da oben ist noch der eine Bomber. So. Die wollen tatsächlich versuchen zu capturen.
Die haben da noch einen Bomber da oben, aber der hat auch bloß noch 50%. Ey, das haben wir echt noch gedreht. Ich glaub's ja nicht, wir haben das Ding noch gedreht, ne? Oh, da ist noch ein Bomber. Shh. Geh mal zu dir, Olegra. Olegna. Mhm. Einschul hat bestimmt nichts dagegen. Eins hab ich. Kannst du Legna nennen, Anschlo nennen oder Trüffelbude. Ja, genau. Oh Mann, nein, der kommt doch nicht. Ja, der Bomber hat gut Schaden gefressen. Sehr schön. Ich hab einen zweiten. Hey, wir haben das gedreht. Die kommen jetzt alle zu dir, Anschlo. Pass auf. Wir haben gerade schon geschossen. Ich war gerade jetzt geheilt nochmal. Ja, die haben nicht mehr so viel. Ich komme auch zurückgefahren. Ey, ist krass. Wir haben das gedreht, Leute. Ich glaub's ja nicht. Ey, wir waren so am Arsch. Aber, weil die wieder so gierig waren, ne? Töten, töten. Wir brauchen nicht Capture, wir töten. Versuchen die ganze Zeit jetzt mich zu töten, ja. Ja, ich schieß schon mit von Weitem mit drauf. Ich habe ein bisschen Abstand, das ist gut. Oha, der hat mir alle vier Schilder halt weggeschossen. Ja, wir schaffen das. Der eine hat bloß noch 40%. Und der ist total offen da oben. Der ist auch total langsam, ne? Also den sein Bomber, der hält nicht viel aus. Okay, der 10er Bomber, der ist gleich down. Also der ist mir jetzt egal. Wo ist der andere? Den kill ich jetzt. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir gewonnen, ey. Wir haben das Ding rumgedreht. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Wir waren total unterlegen. Die haben noch so viele Leute gehabt. Hätten die angefangen zu capturen, wären wir tot gewesen. Aber, yeah. Was haben wir gemacht? Wir haben uns zusammengerissen und haben das Ding durchgezogen. Yeah. So, muss ich gleich mal zu den Leuten schreiben. Good job. Yes! Von allen, ich bin noch beschäftigt. Ja, ich auch geheilt werden. Ach, geht gar nicht. Ich bin ja voll. Ich bin ja noch. Ich bin schon voll. Das gibt's ja gar nicht. Sehr schön! Ich bin wieder fast. Was für eine Schlacht! Mal gucken, was das jetzt gegeben hat. Das muss ja richtig viel gegeben haben. Mal schauen. Durchschnitt. 4000 Damage gemacht, 127.000 RP bekommen. Geil. 60.000. Nice. 94.000 nur. Ich muss euch jetzt Asila mal zeigen, das hier muss ich mal schnell hier noch freischalten. Guckt mal. Ich hab's geschafft. Ich glaube, ich habe jetzt alles freigeschaltet, was man freischalten kann. Ich habe alles freigeschalten. Yes, ich hab's geschafft. Und das ist der Flo. Und du hast es auf deinem Kanal. Du kannst jetzt sehen. Oder, ne, die sehen es nicht, aber sie hören es ja. Ich habe alles freigeschalten. Endlich! Zum Feier des Tages werde ich jetzt auch mal ein T10-Wheel freischalten. Dann wird der Flo irgendwann auch T10 rumfahren. Ja. Ah, guck mal, musst du dir vorstellen, du bist T9. Du hast ja keine Tier-10er-Rüstung da drauf oder so. Tier 10 ist eigentlich ziemlich krass, weil die Leute da einfach schon ans Maximum gehen können. Und ja, aber wir halten uns... So, ich habe alles freigeschalten. Juhu. Ja, was für eine Premiere. Anschaut, alles frei. Ich habe alles freigeschalten. Wir sind einfach mal richtig gut. So, dann würde ich sagen... Ich habe schon Schauergeschichten von Maschinenschuss-Snipern gehört, die so viele Snipers drauf haben, dass sie schon Wesentliche schießen. Naja, das waren dann wahrscheinlich... ja, also die können ja bis zu 6 Waffen können die, glaube ich, nacheinander abfeuern. Dann können sie schon recht, alle 6 Waffen wieder hochladen. Danach können sie schon recht schnell schießen, so. Dem, 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 dem. Warte mal, dem, 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 dem. Okay, jetzt waren es 6. Dann sind sie leer, dann müssen sie ewig. Aber die sind total unpräzise. Also wenn du vor den Leuten stehst und er schießt dann ganz schnell deine Wayguns ab, dann hast du ein Problem. Aber wenn er von Weitem versucht zu snipern, wird es schwierig, so nacheinander rumzuballern. So, wo fahren wir? Fahren wir wieder links? Ja, sehr schön, machen wir da lang. Bam! Gab's natürlich damals diesen Hack. Ja, ja, da gab's noch den Hack damals, den Cheat. Zum Glück haben sie ja jetzt das Anti-Guard rausgehauen, wo viele Leute Probleme haben. Übrigens, Leute, wenn ihr Probleme habt damit, ne, schaut mal als erstes euer Antivir an, also eures Antivirus-Programm, ob das nicht irgendwas gelöscht hat. Einfach mal Lifeguard ausstellen oder so und dann geht das. Also viele haben es dadurch gefixt, einfach weil irgendwie ihre Programme, ihre Antivirenprogramme es angeblich halt, oder unten, der braucht bestimmt auch Heilung dann. Ich will gerne runterspringen, aber nee, dann komme ich nicht mehr hoch. Bleibe ich lieber oben, der ist eh gleich down. Nein. Ja, Angelo. Jetzt springt er da runter, warum? Sind da noch mehr der Gegner? Der innere Hochfahrer. Sind da noch mehr kann Gegner? Ja, kann man hinten auch noch. Ich wirklich. Okay, ich fahre oben genüsslich lang. Ich bin halt eher so der Gemütliche. So. Ja, ich bin eher der Gemütliche. Und ich wette mit euch, dass die eh wieder auf unserer Basis sind. Die sind einfach auf der anderen Seite lang gefahren. Und dann capt schon die einfach. Was nur sonst? Ja, das ist irgendwie immer so. Na gut, wie sieht's aus? Wir haben schon einen Verlust. Och, Mann, ey. Du. Danke, Mann. Fürs Blocken. Gegner haben 2. Ah, immer diese Anheber.
Ich wüsste aber nicht, wie ich das ändern soll. Ich muss, glaube ich, wirklich so einen Anti-Anheberschutz reinbauen. Anti-Anheberschutz, na da. Naja, weil mein Panzer ist ja so gebaut, dass nur mal hinten mehr Blöcke sind, ne? Das ist dann irgendwie logisch, dass das schwerer ist. Und wenn ich dann Stoff gebe, mache ich einen Anheber. Und die capturen, wir capturen. Sehr schön, perfekt. Laserhawk. Das ist ein geiler Name, den muss ich mir mal aus der Nähe angucken. Der ist ja übelst weit weg. Da unten ist er. Oh Gott, die trifft. Jetzt treffe ich ihn endlich. Laserhawk, du kriegst meine Laser. Ist Laserhawk nicht der Musiker gewesen? Keine Ahnung. Aber Laserhawk kriegt jetzt meine Laser in sein Face. Oh, die capturen ja. Das sehe ich jetzt erst mit. Jetzt hoffentlich kommt jetzt kein Bomber, der uns abbricht. Dann haben wir das Ding auch gewonnen. Haben wir jetzt schon einmal verloren irgendwie? Ja, ist vorhin. Perfekt. Nee. Ja, Boss Battle. Nee, doch nicht. Haben wir irgendwas verloren? Nein. Ich glaube, wir sind voll gut, ne? Wir sind voll die guten Noobs. Irgendwas stimmt heute nicht. Ja. Der Healer im Team. Ja. Macht's bestimmt aus. Ja, stimmt, weil wenn immer. Ich bin ja meistens Healer, aber Anschluss ist immer so schlecht, ne? Der kann daraus nichts machen. Nee, du gehst immer wow. Voll auf Kontakt. Ich habe 12.800 RP bekommen. Wow. Wow. Grad nicht echt viel. Cool. Ja. Ich bin 2 CPU destroyed. Ich sag ja, gewinnen ist nicht alles. Man muss auch ein bisschen Schaden machen. Also eigentlich geht es ja momentan eh nur um die RPs, die ich gerne hätte. Und dann um mein Player-Level wäre cool, wenn der noch höher gehen würde. Das kann man aber auf alles beziehen. Gewinnen ist nicht alles. Man muss nur ein bisschen Schaden machen. Aber ich habe das Gefühl, ne, nach diesem Update, also es läuft stabiler. Also die Platoons haben sich bis jetzt noch nicht aufgelöst. Vielleicht liegt das an diesem komischen Einladebug. Weil da kamen ja immer die Fenster hoch. Die gibt es ja jetzt momentan nicht mehr. Und es läuft. Ja, wollen wir nochmal da lang fahren? Auch wenn ich gerade ein bisschen ungünstig stehe, aber ja. Ich kann ja umdrehen. Mal, ich habe immer noch diese leuchtenden Halloween-Cubes, die paar, die ich mir leisten konnte, die habe ich jetzt noch drin in meinem Panzer. Schon die ganze Zeit. Ich würde ja gerne die Seitenplatten irgendwie tiefer reinstecken, aber das geht dann nicht. Das sind nämlich die Räder im Weg. Das wäre doch ziemlich cool aussehen, wenn die weiter rein wären. Aber es klappt halt leider nicht so. Ah, es sind relativ viele Gegner wetten. Ist jetzt immer einfach geplatzt gerade von uns? Ja. Instant. Oh Gott. Ich komme, Olekna. Ich fahre schon hoch. Railwalker. Ah, wo ist er noch getroffen? Nicht gut, gar nicht gut. So, das ist bestimmt so ein Laser-Railgun-Typer. Unten fährt einer lang, glaube ich. Ich glaube, wir müssen uns danach ein bisschen zurückziehen. Brutalst ab. Oh, hinter uns. Der will uns einen Heiler. Kriegst du uns einen Heiler nicht? Nein, er kriegt ihn doch, weil ich hängen geblieben bin. Er kriegt ihn nicht. Nicht ganz, nicht lebend. Ich guck nach vorne, damit die nicht von Raff. Von vorne kommen sie jetzt auch noch angefahren. An, Mann, irgendwo, ich hab mich gerade eingekeilt, Mist. Oh, ich wurde ganz. Kann ich schießen, weil ich zu weit eingekeilt bin, Mann? Oh mein Gott, Angelo. Er tot. Was macht denn der? Ja, wo ist der Olekna? Da ist der Olekna. Du schaffst das locker gegen die alle. Ja, genau. Na klar, guck das nochmal an, wie der hier abgeht. Alter, wie viele Plasma-Dinger hat der da dran? Boah, ist er krank. Weil die halten noch so viel aus, obwohl sie nur so ein paar schwarze Blöcke haben, ne? Gibt's bei Plasmas eigentlich auch eine Begrenzung? Ich denke mal, dass die 6er-Begrenzung für alle Waffen gilt, nehme ich mal an. Also bei Nano hast du es ja, da hast du ja. Du hast da noch ein paar blaue drin, ne? Bei Nano. Das ist nur der Auto-Aim, sonst tun nämlich eigentlich alle schießen. Nee, bei Nano Disruptor schießen plus 6. Blaue drin? Ich habe gar keine blaue. Oder habe ich gerade falsch geguckt? Bin falsch. Das waren meine Räder, die leuchten blau. Also du hast halt bei Nanotech hast du halt plus 6. Du hast bei Lasern hast du plus 6, bei SMGs. Bei den Railguns hast du, glaube ich, nur 6. Ja, und dann wird der Plasma-Handys werden dann wahrscheinlich auch plus eine 6er Begrenzung haben. Die plus dran gemacht haben, weil wenn ich kaputt gehen, dann kann er mit den anderen schießen. So, 1-2 ja, Matches das schaffen wir aber noch. Verloren. 1-2 Matches schaffen wir noch. Das wird richtig cool. Hoffe ich. Aber ja, schaffen wir. Heute mal eine Folge, die nicht geschnitten ist. Eigentlich auch mal wieder mal sehr entspannt. Habe ich noch lange nicht mehr gehabt. Bin ich überhaupt noch im Platoon? Weil irgendwie geht es gerade nicht. Ah doch, waiting for your Platoon. Bin ich schon. So, ja. Dann rein da. Auf in die Schlacht. Hoffentlich funktioniert's. Wir werden es gleich sehen. Waiting steht immer noch bei mir. Immer noch. Du
Jetzt geht's los. Sehr schön. Trüffelfee. Ich muss mir auch mal einen Namen ausdenken. Irgendwie brauche ich auch mal einen neuen Namen für den Tenchi-Bot. Suche mir meine Feinde aus. Und die besten, die schnappe ich mir. Im Namen des Bots tust du ein riesen Fadenkreuz auf deine Brust malen. Ein Fadenkreuz? Also, hier, triff mich, triff mich. Ach so, ja. So ein Zielding. Ja, genau. Du hast auch einen sehr interessanten Heiler, ey. Mal gucken, wie meiner aussehen wird. Der wird bestimmt nicht besonders gut aussehen. Der sieht sehr also klüftet aus. Also Dienstag kam ja die Folge raus. Heute ist aber erst Montag, als wir das schon aufnehmen. Dementsprechend, ja. Lasst euch ihr habt euch bestimmt überraschen lassen, wie der aussah. Sehr lustig irgendwie. Und total schwer und fett. Weil ich bin ja immer noch so die Panzerung, die Würfelpanzerung-Fraktion. Bin ich ja immer noch irgendwie. Aua, was hat mich denn da getroffen? Hey, das war ein Eichner, der mich getroffen hat. Was das denn? Wart kurz, bitte. Was? Ja, ich hab einen Kill gemacht. Oh Gott, Killer-Heiler. Da oben fliegen Haufen Bomber lang. Ist das schon wieder so ein typischer Bomber oder sieht der anders aus? Ich meine, die sehen manchmal alle gleich aus von Weitem. Da kann man das schlecht beurteilen. Aber der trifft doch sau gut, der Sack. SMG. Ich muss zur Anschluck kommen. Ich muss helfen. Wieso helfen? Bei mir ist nichts. Ach, bei dir ist nichts. Hier ist aber was. Ein SMG. Und ein Heiler da hinten dran. Und ein Eichner. So, Heiler wegballern. Schön auf den Heiler. Oh nein, hier sind ein Haufen andere Gegner. Ach du Scheiße, Anschluck. Hier sind die alle. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die sind Mitte oder was? Ja, Mitte sind die. Oh Mann, jetzt wurde ich gerade getroffen von... Oh Gott, wo ist mein Heiler? Du bist auf der linken Seite. Okay, fährst jetzt auf die rechten Seite. Versteck dich schön. Oh Gott, ich habe bloß noch zwei Waffen. Ja, gut, das ist vielleicht das Gegenteil von Verstecken. Was? Ja, und die treffen mich jetzt nicht mehr. Na, ich schieße halt mit meinen zwei Lasern noch da drauf auf den einen. Aber es funktioniert. So, jetzt verstecke ich mich wieder ein bisschen. Nein, kommt von hinten ein Heiler. Oh shit! Der will mich schmoren, der will mich braten. Oh Gott, wo kommen die alle her? Oh, okay, ich habe keine Waffen mehr. Das war's für mich. Tenchi. Die Bombe habe ich gerade niedergemäht. Ja, Angelo. Das wird uns aber nicht den Sieg bringen, weil die uns alle gerade zerpflücken hier in der Mitte. Ich komme zurück. Ja, jetzt zu spät. Das wirst du nicht mehr schaffen. Der einzige Gegner, der noch da ist, ist der Flo, glaube ich. Oder? Flo ist, glaube ich, noch der Letzte, der da Stellung hält. Stellung halte ich nicht mehr, aber verstecken tue ich mich. Sehe ich gerade nicht, wo du bist. So, nein, das ist Olegner. Wo ist denn der Flo? Bin ich blind? Da ist er. Wahrscheinlich, ich muss genau hinschauen. Oh mein Gott, zum Glück hast du noch ein Radar, ey. Sonst würdest du die Gegner nicht mehr sehen. Hast du Schwein und gehabt, ein Truster. Okay, nehme ich keine Waffen mehr. Oh ja, Olegner. Ja, so ist gut, so ist gut. Ja, du Ach, die hatten Heiler oder was? Ja. Ja, ja, die hatten Heiler und alles mögliche hatten die da. Die waren da komplett drin. Na gut, haben wir das verloren. Dann gehen wir jetzt in die letzte Schlacht. Und dann war das eine recht lange Folge. Aber du lebst noch. Eine Folge. Jetzt nicht mehr. Ich habe selbst das Rock gemacht, macht keinen Sinn. Ja, das stimmt. Außerdem, ich finde das auch dann fies irgendwie. Also, die würden ja eh jetzt capturen, einfach dann, selbst wenn die dich nicht finden. Ja, war eine längere Folge, aber mal wieder eine Uncut-Folge. Das muss ja auch mal sein. Ihr wollt ja bestimmt gerne auch mal sehen, was passiert zwischen den Warten und so. Aber lief auch alles glatt und wir haben gar nicht so lange gewartet immer. Aber wir kriegen das hin. Sag das lieber noch nicht. Ja, okay, jetzt kannst du sagen. Was, sind wir schon drin? Nee. Ja. Ja. Oh. Ach so, jetzt komme ich erst hinterher. Es hat aber lange gedauert. Puh, ich dachte gerade, ich komme nicht hinterher. Puh. Weniger reden, mehr laufen. Ja, warte. Hä, wie laufen? Ich habe doch Räder dran. Ich kann doch fahren. So, lass mal gucken, ob das jetzt auch funktioniert. So. Ich freue mich nachher schon auf das Schneiden, weil eine Folge, in der man nichts schneiden muss, oh, das ist so entspannt beim Schneiden. Dann schneidet man nur vorne was und hinten ein bisschen was weg und dann ist das in 5 bis 10 Minuten gegessen. Na, 10 Minuten ist ein bisschen übertrieben. 5 Minuten dauert das dann los. Geil. Kannst du dich dann beim Thumbnail verausgaben? Ja, ich habe ja da Vorlage, dann einfach mal schnell öffnen, das dauert auch so 5 Minuten. Ha! Bei mir dauert es genauso lange. Sehr schön. Das entspannt jetzt gerade hier, so lang cruisen. Voll Spazierfahrt hier. Oh, ja. Doch nicht. Ja, und ich muss ja noch da gehen, das muss ich auch noch erwähnen, ne? Für alle, die sich mal Flo's Kanal anschauen wollen, findet ihr in der Videobeschreibung. Oh. So. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, ich passe durch, das ist gut.
Ah, na eben. Ah, wann kommt denn bei dir die Folge raus? Ah, ich merke schon. Ah, nee, geht ja gar nicht. Wahrscheinlich dann, nee. Wenn sie bei dir rauskommt. Nee, ich guck mal nach. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass die Leute dann einfach auf deinen Kanal gehen und sich die Folge eher anschauen. Aber die Informationen zu deinem Kanal kriegen die ja erst, wenn die Folge rauskommt. Aha. Dementsprechend kann das ja nicht passieren. Nee, aber ich sag jetzt den Namen. Nee, ich guck das an. Ja, das bringt ja auch nicht wieder. Wenn du den Namen jetzt sagst, dann können die trotzdem erst auf deinen Kanal gehen, wenn sie diese Folge schon bei mir angeguckt haben. Oh. Ja, das ja ist der, seine Waffe ist was weg. Aber, oh, da ist auch noch ein Typ da oben. Das heißt Spinnheini. Anschul, überlebst du das? Ich hoffe mal. Ich baller auf alles mit drauf, was du anschießt. Exklusiv viel. Ich schieb mich mal vor, Anschul. Ich schieb mich vor dich. Kann kaum noch fahren. Ja, ich hab mich vor dich geschoben. Oh mein Gott. Aber mein fettes Schild hält nämlich alles ab, Anschul. Das ist ein 10er-Schild. 10er. Oh nein. Nur meine Waffen halten das nicht aus. Ey, Hauptsache mein Panzer hält den ganzen Mist stand, ne? Ich bin weg. Aber meine dämlichen Waffen, ey. Ich hasse es. Immer gehen die Waffen bloß kaputt. Fahr mal ein bisschen um die Ecke hier, Heiler. Ja, ich sehe nur, dass da irgendwelche Heilerstriche kommen. Damit du, wenn du heilst, auch von der Seite heilen kannst und ein bisschen in Schutz bist. So. Sieht aber gut aus, die haben mehr verloren als wir. Ja, ja. Aber ich habe meine ganze Seite an, schon. Meine ganze Seite ist immer noch intakt, ne? Also entweder guck mal da hoch, da oben ist so ein Typ. Wer denn? Ach, unserer. Ja, du siehst ja leider keine Namen mehr. Ja. Siehst ja nicht, wer unser ist und wer nicht. Die haben da noch einen Heiler stehen, aber der kriegt jetzt auch Schaden. Kommt von hinten was? Flo, wenn dich irgendwas angreift, schreie rum. Und sag am besten noch von wo. Nee, ich schreie nicht rum. Nee, du musst ja. Nee, dass du einfach sagst, hier, pass, mich greifen welche an oder sowas. Von hinten, von hinten oder sowas, ne? Sowas meine ich mit schreien. So, den Plasma-Heini, der Heiler kann da heilen, was er will. Der Plasma-Heini ist im Arsch. Der ist tot. Der wird geröstet von unserem Heiler. Ich gehe auf den. Du bist des Todes! Bist des Todes! So, das ist noch, das ist noch ein SMP-Heini. Ja, ein Kill. Perfekt. Ja, ich habe ihn dir extra überlassen. Danke. Ich hole mir jetzt den auf der Brücke noch. Er springt runter, Nee, doch nicht. Der auf der Brücke? Der 10 Kill, das Heiler hat. Oh, Mist, die capturen ja die ganze Zeit bei uns! Shit! Oh, 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 oh. Nein! Und ich komme an den nicht vorbei. Helft dir! Ich hab noch eine Waffe. Komm, schieß drauf. Ein Schuss. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab einmal drauf geschossen. Aber der Typ hier auf der Brücke. Ich schieß nochmal drauf. Boah, ey, das war knapp. Hat noch eine Waffe, der Typ, ne? Muss ich nicht opfern. Toni, der hat noch eine Waffe. Wer denn? Hinter dir. Ja, eh der mich kaputt gekriegt hat, das dauert ja Jahre. Boah, perfekt. Ich hab Angst, dass der meine Waffe wegballert. Boah, das war so knapp gerade. Guter letzter Kampf. So. Ich bin tot. Oh, der Typ auf der Brücke hätte sich schräg stellen müssen, dass man nicht an dem vorbeikommt. Dann wäre es schwieriger gewesen, weil Flo, da Schaden gemacht hättest, wäre, glaube ich, gecaptured gewesen, weil du nicht näher ran musst. Ich war noch da, aber es hat echt nichts mehr gebracht. 101.000, yeah! Ja gut, dann habe ich jetzt eine Folge machen wir ja noch. Ja, da habe ich dann eine gute Million und noch ein paar zerquetscht habe ich dann. Vielleicht 1,2 Millionen dann für meinen Roboterbau. Gut. Ja, damit endet die Folge. Dann würde ich sagen, ich war der Tenchi. Ich war der Angelo. Und ich war der Flo the Cat, oder bin sogar noch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüssi. Macht's gut. Hab euch alle lieb.